Willkommen zurück zur Stoic Challenge, Dark Souls 3, die toten Drachen des Objektivismus und des Strukturalismus. Nee, hä? Wo ist der andere Drache? Okay, es gibt nur noch einen toten Drachen. Überraschung. Vielleicht, weil ich das Item da oben geholt habe, dann verschwindet der Drache. Wir werden sehen. Irgendwann kommen wir ja sicher auch noch auf diesen Balkon da oben und kriegen auch dieses Item. So, es geht da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei den Schweinebacken hier unten, die wir beinahe schon erschlagen hatten. Und dann stelle ich mich aber die ganze Zeit so an wie jetzt gerade. Jetzt habe ich wieder diesen unerfreulichen Effekt drauf. Den lassen wir jetzt mal ausklingen. Das ist nicht ideal. Ich hätte gerne erst die Seelen wieder, bevor ich hier anfange, mich zu prügeln. Dafür sind mir die zu... Tja, ist nicht drin. Weil die jetzt entschieden haben, dass sie jetzt hier rumstehen. Okay. Well then. Let me hurt you. Hast du davon? Jetzt habe ich mich mit mir angelegt. Für dich gilt das Gleiche, du Wurst. So, Nummer 2. Seelen sind wieder da. Jetzt du noch und dann ist ja, glaube ich, noch einer von diesen, oder? Ne, das waren die beiden. Okay, dann sind jetzt nur noch die beiden Ritter da. 71.000 Seelen. Es ist wirklich höchste Zeit, Firelink Shrine aufzusuchen und die ganzen Goodies auch mal umzusetzen. Vorher manchmal hin und dann versuche, wenn ich mich da anschleiche, kann ich dann beide vielleicht. Das war doch nicht schlecht. Das war doch gar nicht schlecht. Aua. Okay. Damit kann ich arbeiten, glaube ich. Hey! Frechheit. Schade. Dürfen nur die offenbar. Haha! Very good. Mal gucken, was uns das jetzt gebracht hat. Nix. Das hat uns nix gebracht. Da oben ist ein Item. Kommen wir dann wohl irgendwann wieder runter. Vormerken. Warum ist hier noch eine Seitenkasse? Nicht zu sehen. Gut. Okay, jetzt haben wir noch die Frage, wie wir nach oben kommen, um dieses Drachen-Item da wegzunehmen. Auf, genau, da drauf müssen wir. Auf diese Brüstung. Rüber auf die Brüstung. Das geht wohl nicht. Da unten macht sich dieser
Outrider Knight bemerkbar. Das ist ganz schön hoch. Vielleicht kommt man da auch von innen durch die. Jetzt unklar. Vielleicht ist da auch ein Treppenhaus drin. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ja, das ist genau derselbe wie der unter dem Riesenturm. Lalala. Ich weiß, dass auch der berüchtigt ist als schwerer Gegner. Allerdings kann er hier nicht raus, deswegen kann man ihn ja ganz gut schießen wahrscheinlich. Oh, Gott. Scheinbar war das ein Irrtum. Ja. Beruhig dich mal. Komm. Vorbeigehauen? Dafür mache ich mir die ganze Mühe doch nicht. Was ist das jetzt? Frostbitten, das klingt ja nicht so gut. Komm. Das ist ein komisches Muster. Eins, zwei. Und dann vielleicht noch einen. Okay. Kann dich da oben wohl nicht erreichen? Doch, kann ich. Hä? Loser. I'm gonna cheese you to death. Unless I get cheese to death first. Was denn? So. Frostbite? Dass das so extrem langsam ist? Wie viel Health hat er denn? Ich soll jetzt bald mal tot sein. Ah, würde ich doch sagen. Würde ich doch wohl gesagt haben wollen. So, mal gucken, ob wir da jetzt einen Zugang zu einer Treppe haben, die uns darauf führt. Aber wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich ist das ja eine Sackgasse. So wie ich dieses Spiel kenne. Oh, Kiste. Noch eine Kiste. Eieiei. Belohnung. Das sind tatsächlich Kisten. Spirit Tree Crest Shield. Sounds interesting. Und ein Titanite Scale. Very good. Ja, es wird höchste Zeit, Seelen einzusetzen, Waffen abzugraden, Undead Bone Shards zu verbrennen. Vielleicht kann das eine kurze Folge werden. Es sieht so aus, als hätten wir jetzt hier erstmal alles erschöpft. What the hell? Habe ich den jetzt draußen aufgeweckt? Ich glaube, das ist ja geografisch. Da unten ist dieser Gang, wo die beiden Untoten sind. Die dann diese Kopfwucherungen kriegen. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen von den beiden da geweckt. Na gut. Tut mir leid.
couldn't be helped. So, wie kommen wir zum Drachen? Nein, danke. Das heben wir uns für später auf. Nochmal ein Blick auf die schwarze Sonne und die tollen Blutgefäßdrachen. Circulation Dragons. Gut, würde ich sagen. Bisschen Housekeeping. Das sind jetzt erst 11 Minuten. Dann ist vielleicht Upgrade aller Dinge. Und dann nochmal ein Versuch gegen den Consumed King angezeigt. Damit wir mal ein bisschen vorankommen, damit dieses blöde Experiment hier nicht endlos dauert. Es ist ja jetzt schon, hat ja jetzt schon Ausmaße angenommen, die sich keiner. Welcome home, Ash. Speak that. Very well. Then touch the pig, nourish. Fünf mehr Damage. I like it. Und wir dürfen sogar noch einen. 6 mehr Damage. Excellent. Langsam werden wir ein bisschen overpowered wahrscheinlich, aber das ist ja auch nicht verkehrt. So. Dann. Wir müssen dieses Schwert hier noch ein bisschen absurder machen. Kaboom. Und wir können es sogar maxen. Top. Also, das Schwert ist jetzt so stark, wie es überhaupt nur werden kann. Und ich, so wie ich das Spiel kenne, ist das auch jetzt für keine andere Waffe mehr möglich. Oder vielleicht noch für eine. Aber diese Titanite Slabs, da habe ich jetzt einen von verbraucht. Da gibt es nicht so viele pro Playthrough. War das bei Dark Souls 1 jedenfalls so. Das heißt, wie gesagt, das geht. Wie kann ich denn meine Pfeile auffüllen, ohne dass ich nachkaufe? Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt nur einen kaufe. Number held, einer. Stored, zero. Ich verstehe es nicht. Achso, das ist eh der falsche. Number held 99. Na bitte. Geht doch. Dann verbrennen wir noch das Bone Shard. Und gucken, ob wir gerade überlegen, ja. Ja, warum nicht? Nehmen wir ruhig das als Ausgangspunkt. So, das ist schon wieder ein bisschen her. Jetzt muss ich gucken, dass ich das auch finde. Und wir brauchen natürlich einen Ember. Den lege ich aber erst auf, wenn ich die beiden Ritter, die den Eingang bewachen, beseitigt habe. Weil die waren ja letztes Mal. Ich hoffe, das hat sich jetzt durch das mehrfache Upgraden des Schwertes und das Entdecken von diesem Special Moveset und so dürfte sich das geklärt haben. Ich glaube, diese Ritter werden jetzt mit sich reden lassen und mich vielleicht auch so durchlassen. Einfach indem ich dieses absurd große Stöckchen da hochhalte und sanft mit ihnen spreche.
Ba-ba-bam. Okay, die beiden gehen weg, soll mir recht sein. Hier rüber, da runter. Und da drüben geht's in den Garten des Undead Kings. Ne, des Consumed Kings. Und hierdurch war der Shortcut. Hello! I'm back, bitches. Da war noch so einer. Nur bist du einer. Sag das doch gleich. So. Dann Aufzug. Ach, das ist gar kein so ein runder Turm, sondern... Aha. Verstehe. Die Orientierung hier ist nicht so ganz leicht. Sieht alles ein bisschen ähnlich aus. So, und hier müssen wir wieder vorher aussteigen. Ja. Und das müsste es jetzt gewesen sein. Wupp. So, hier sind die beiden Nighties. Kein einziges Mal geschafft, den zu backstabben, aber vielleicht sollte ich einfach nah an mich ranschleichen und mein Moveset einsetzen. Na! Oh. Gut, vielleicht war das auch keine so gute Idee. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Gut, dass ich den Ember nicht drauf habe. Tja, ja. Große Töne gespuckt, die lassen mit sich reden. Lassen sie nicht. Lassen sie gar nicht. Da hat auch nicht viel bewirkt, der Move. Klang auch gar nicht beeindruckend. Vielleicht ist der irgendwie... dagegen ganz gut geschützt. Wo ich diese kleinen grauen Typen sehe, wo ist eigentlich Grey Rat the Thief abgeblieben? Der ist schon sehr lange nicht zurückgekommen. Vielleicht finden wir den ja jetzt hier irgendwo wieder. Sure. Letztes Mal waren die nicht so schwer. Beim ersten Mal waren die nicht so schwer. Vielleicht, weil ich da noch Respekt hatte? Keine Ahnung. Oh, falsch erinnert. Sehr lustig. Eine Etage tiefer. Steht der böse Feind. So, die Seelen liegen jetzt nicht wirklich ideal, aber es sind ja auch nur 3000 Ungrad. Doof hier pfiffen. Ja.
Was können wir für eine Strategie nehmen? Backstab wäre wahrscheinlich schon eher. Ich habe ja auch, meine ich, beim letzten Mal hätte ich hier einen Geist gesehen, der das geschafft hat. What the fuck? Also, ich glaube, gegen diese Ritter hier ist dieser Move kontraproduktiv. So, jetzt muss ich doch mal gucken, wie ist denn das? Ja, oder war das da oben? Die Summoning-Botschaft. Ja, ich fürchte, es ist hinter ihm. Schade. Sonst hätten wir ihn zu zweit platt machen können. Das wäre bestimmt viel einfacher gewesen. Ah, ne. Ich weiß, dass die letztes Mal auch, hatte ich die erst übersehen und dann... Aber... Ist sie da? Ne. Was machst du da? Was? Ah. Fuck. Ich habe von der Estus-Flasche weg verstellt. Das war jetzt... Das war jetzt nicht nötig. Ich habe in meiner Spielstatistik gesehen, dass diese Figur jetzt schon über 50 Stunden alt ist. Das ist, glaube ich, sehr überdurchschnittlich lang. Ich habe natürlich auch mit großer Mühe alle Winkel und Ecken abgesucht, aber ich bin, glaube ich, auch einfach nicht besonders schnell. Unter anderem wegen solchem Blödsinn wie gerade. Sisyphos, ich höre dir trapsen. Traps, traps. Mal ganz zu schweigen davon, dass ich jetzt schon wieder einen Ember verschwendet habe. Oh, super. Gut gemacht. Strange. Oh, die sind jetzt alle gebufft. Na toll. Jedes Mal steige ich hier auf der falschen Seite im Aufzug aus. Was ist das denn hier? Ja, ne? Muss ja. Ja. Bisschen Zeit gespart. Enorm effektiv. Tum-tidum. Das ist jetzt auch nicht ganz günstig, aber ich, naja. Paar Top. Top!
Sehr guter Einstieg. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? How about you move? Hm, for fuck's sake. Hm, top. Sind die unterschiedlich oder warum ist der erste immer einigermaßen machbar und der zweite bringt mich dann um? Oder bin ich einfach nur blöd? Eins von beidem wird es ja wohl sein müssen. Na, hörst jetzt auf! Na, das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas ist bei dem zweiten anders. Da ist wieder Timing vermurkst. Keine Kontrolle über die Ausweichbewegungen mehr. Man kämpft gegen so viele Dinge in diesem Spiel. Die eigenen Frustrationen, die Technik, das Spieldesign, die Gegner. Das macht keinen Sinn. Warum wird es denn langsamer, wenn dieser zweite da jetzt auftritt? Aber es ist eindeutig so, dass meine Blocks, also meine Ausweichbewegungen verzögert ablaufen und ich deswegen überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, wohin ich ausweiche. Fuck. Soweit so No-Hit-Run. Das sind ja die besonders durchgeknallten Speedrunner und Kunstspieler, die Spiele von diesem Schwierigkeitsgrad hier machen, ohne ein einziges Mal von einem Gegner getroffen zu werden. Das werde ich mir auch, wenn ich fertig bin mit Dark Souls 2, werde ich mir das angucken. Sowohl die Speedruns. Obwohl bei denen ja meistens, dadurch, dass die oft irgendwelche technischen Glitches und Lücken in der Spielwelt, durch die man fallen kann, ausnutzen. Das ist sehr unterhaltsam und sehr lustig und amüsant, aber das hat jetzt nicht dieses Akrobatische, aber so No-Hit-Run oder so. Ähnliche verschärfte Schwierigkeiten. Die sind schon sehr beeindruckend. Wo sind denn die Seelen? Das waren jetzt nicht ganz wenige. Ah, okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich das schaffe. Vielleicht schaffe ich ja doch auch mal einen Backstab. Bislang ist es, glaube ich, noch nicht gelungen. Die tragen auch dieselbe Waffe. Also das ist kontrollierbar und beim anderen nachher mal sehen, ob es diesmal auch wieder so ist, aber das ist, der erste ist überhaupt kein Problem.
Weird. Vielleicht wird da irgendwas schon geladen, wenn ich mich da hinten nähere und dadurch geht das dann schief. Wenn dem so sein sollte, dann ist ja eine Lösung dafür. Wieder den Estus verstellen. Fump. Komm. Dann triggern wir das Laden doch vielleicht einfach ein bisschen später. Because that's more like it. Ja, keine Ahnung, ob es das war, aber der Aberglaube hat jedenfalls geholfen. We're back in business. Einmal Ember drauf. Und dann gehen wir mal versuchen, den verzehrten König zu verzehren. Der hat mir sehr gut gefallen, sowohl im Design. Als auch, ja, das Tondesign war auch toll. Ist das wieder die... Hä? I don't understand. Wo ist das Summon-Sign? Ich weiß, dass es da ist. Don't be weird, game. Hier ist das. Na, schau mal einer an. Ja dann. Lass dich nicht von diesen Monstern ablenken, du. Fahnenflüchtiger. Falkenholz, der Fahnenflüchtige. Gut. Gut und schön. Kommen Sie. Kommen Sie und helfen mir, den armen Verzehrten totzuschlagen. Wow, Dude. Okay, dieser Area of Effect ist extrem unerfreulich. Den gilt es zu vermeiden. Nein, nicht schon wieder. Du Zombie-Arsch! Oh,
Autsch. Unser Boss ist weird. Well, the good news ist, dass mein Begleiter irgendwie nicht tot zu kriegen ist. Hey! Na. Ja, gib mir noch mal Zeit zu reagieren. Okay. Kannst aufhören. Hab ich Zolls. Thanks, man. Thanks, man, dude. Zweiten Anlauf, also mal abgesehen von den ganzen Anläufen, bei denen ich gar nicht erst bis hierhin durchgekommen bin, habe ich beim zweiten Anlauf mit Hilfe durch Habichtsholz den Feigensack, den König besiegt. Es war ein sehr schöner gestalteter Boss, auch ein sehr schön gestalteter Bossfight, aber so ganz verstanden habe ich es nicht. Ich hatte den Eindruck, der kämpft gar nicht gegen uns. Vielleicht hatte der Visionen. An einer Stelle hat er die Hände so gehalten, als würde er ein Baby wiegen und hat die ganze Zeit ja nach seiner Ocelot oder seinem Ocelot geweint. Vermutlich eine tragische Backstory, die man sich irgendwie zusammenfriemeln muss aus den Items, wie üblich in diesem Spiel. Was haben wir hier? So. Haufen Pilger, Grabsteine. Davon gehe ich aus. So, es sind ja eigentlich immer Ambushes. Ich habe schon wieder 78.000 Seelen. Vielleicht ist es gar nicht so schlau. Hier groß einen auf Wanderer zu machen und weiter zu erforschen. Vielleicht kann ich einmal die Folge frühzeitig beenden. Seid ihr denn für komische Kreaturen? I don't like it.
großer Raum. Blutfleck. Das könnte nicht mehr nach Falle aussehen, wenn ein großes Schild mit einem riesigen blinkenden Pfeil auf dem Falle steht, daneben aufgebaut wäre. Oh, ah. Ich ahne was. Es gab irgendwo in... ich ahne sehr viel. Es gab ja irgendwo in Irithyll Dungeon oder in der Profane Capital, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube am Übergang zwischen den beiden, diese Stelle, wo Leute saßen und eine Botschaft war, dass man sich irgendwie setzen soll in bestimmter Weise. Und jetzt habe ich gerade hier Path of the Dragon, die Gesture, bekommen. Ich vermute mal, wenn man die da ausführt, dann wird man in ein Areal gebracht. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und vermute, dass das dann das Areal ist, das wir in der Entfernung auf diesem Berggipfel immer gesehen haben. Und ich habe jetzt allmählich den Verdacht, dass diese ganzen Nachrichten, die gesagt haben, dass hier ein Ambush kommt, vielleicht Trolle sind. Bonfire Ahead, das ist bestimmt alles gelogen. So, was haben wir hier? Ein Mimic? Oder eine Truhe? Wenn das mit der Kette, wenn ich mich nicht irre, dann ist das eine Truhe. Ja. Ist es. Ja, erfolgreich getrollt. Ich bin jetzt hier super vorsichtig durchgegangen und selbstverständlich gibt es keinen Ambush. Immerhin, das mit der Illusory Wall hat gestimmt. Hoch. Da ist das Bonfire, aber what the fuck is this shit? Kann ich da überhaupt runter oder breche ich mir alle Knochen? Well, very good. Das war eine erfolgreiche Folge. Damit lassen wir es gut sein. Beziehungsweise, Moment, nee. Wenn das Spiel glaubt, dass ich einer bin, der hier so ein Item liegen lässt, ja, so ein nutzloses Item liegen lässt, hat es sich getäuscht. Ja, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Der Consumed King is History. Wir haben die Geste, mit der wir uns ins wahrscheinlich letzte externe Spielgebiet bringen lassen können, vermute ich mal. Wir haben die Ritter oben und den Outrider Knight erledigt. Welcome home, speak that. Es lässt sich alles sehr gut an. So, Level up. Ja. Nochmal Endurance. Dürfen sogar nochmal. Sehr gut. Dann nehmen wir noch Wigger. Läuft. So, dann gucke ich mal noch. Ach, jetzt habe ich keine Seelen mehr. Nee, dann kann ich den Bogen wohl nicht nochmal aufwerten. Dann war es das jetzt endgültig für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Und dabei sein auf dem Weg. Ich überlege mir fürs nächste Mal wieder ein bisschen was. Achso.
Wieder ein bisschen was zum drüber reden, denn die anderen Themen haben sich jetzt so ein bisschen erschöpft. Aber wir kommen voran. Das Ende ist vielleicht allmählich in Sicht. Hoffen wir es mal. Wieder ein Boss jedenfalls weniger. Tschüss. Danke fürs Dabeisein.